grossen Auftritt am Fürstenland Cup 2013. Vor Heimpublikum hat Pablo Brecco sein Können gezeigt. Und das, obwohl er erst gerade operiert worden ist. Das war auch der Grund, wieso er nicht jedes Element konnte turnen. Ich habe mir beim Training, bei meinem Sturz am Boden, habe ich mir den Fuß also ein bisschen abgebrochen. Dadurch musste ich noch den Fuß operieren. Und bin jetzt wieder in der Regenerationsphase und ein bisschen im Aufbau, dass ich wieder voll trainieren kann. Darum war heute jetzt ein bisschen Piano. Die Verletzung am Fuß hat ihn nicht daran gehindert, eine gute Leistung zu zeigen. Und das ist vielleicht auch der guten Stimmung vom Publikum zu verdanken. Eine gute Stimmung hier in der Halle. Ausgelassen und ganz gute Sachen gesehen, auch turnerisch hochstehende Sachen gesehen. Tipptopp, die Atmosphäre war super, ich habe es ein bisschen warm gefunden in der Halle, aber bei vielen Leuten ist das halt immer ein bisschen so. Wie für den Pablo Brecco war es auch für den Christian Kopp ein super Event gewesen. Er hat sogar aufs Podest stehen. Für die kommende Saison hat er sich ein höchstes Ziel gesetzt. Mich für das Nationalkader kann qualifizieren und ja, nachher dann am Pablo kann noch einfahren. Sicher ist, dass beide hart arbeiten müssen. Vor allem dann, wenn der Christian Kopp ins Nazi-Kader will und der Pablo Brecco an der WM in Antwerpen starten will.